Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Dark Parables 8. Die kleine Meerjungfrau und der violette Gezeitensammler. Wir sind jetzt hier vorm Palast, würde ich mal annehmen. Und wir haben ja gesehen, wie der seltsame Fremde von dem riesigen Aal verschlungen wurde. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir hier weiterkommen. Ganz klar fehlt hier eine Aussparung, die wir leider nicht besetzen können. Die haben ja schon in der letzten Folge angeschaut. Hier können wir auch rein. Wir müssen jetzt aber hier hin. Ich glaube, um einen der Kristalle hier abzubauen, vermute ich mal. Und hier brauchen wir zwei Steine, wie es ausschaut. Wo braucht mir denn eine Libelle? Brauchten wir irgendwo eine Libelle? Gehen wir einfach mal zurück. Hier brauchen wir ja immer noch Flaschen, da haben wir noch nichts. Hier brauchen wir noch so eine Art Zepter. Mehr können wir ja nicht nehmen. Ausrufezeichen heißt ja aktives Ziel. Aber wir kennen ja Dark Parables und die zeigen uns halt nicht alles. Deswegen gehen wir jetzt mal von Screen zu Screen, vielleicht entdecken wir ja was. Hier zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das da reinkommt. Nein, das hat definitiv nicht die Form. Da fehlt noch ein Horn. Das scheint ein Privatkorrespondenz zwischen Prinz James und der Prinzessin zu sein. Ja, da fehlt ja aber anscheinend noch was. Hier kommt schon mal die Libelle rein. Aha, okay, hier kommt das hier rein. Nehmen wir beides mit. Ich muss etwas finden, womit ich diesen Schrank öffnen kann. Okay. Können wir auch gleich hier wieder reingehen. Weil dann können wir hier den Schmetterling abgeben. Diese zwei Symboliken kennen wir ja auch schon. Ja, die eine Sache können wir auch schon abgeben hier. Andere war hier. Ich glaube, die Soundeffekte sind zu leise. Kann das sein? Voice Volume Test. Einmal das, einmal das. Okay, dann haben wir wieder, können wir wieder zwei Klappen mit einer. Zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen, oder wie man es so schön ausdrückt. Ja, wir sind ein bisschen verwirrt heute. Meine Liebes, du hast mir bei meiner Flucht geholfen. Nun bin ich dir bei deinem behilflich. Ich helfe dir dabei, das zu finden, was du suchst. Sei aber vorsichtig, denn in Kombination können die Mächte der Lamentansphären katastrophale Auswirkungen haben. Ade, mein Liebes. Wir werden bald wieder vereint sein.
James. Ich frage mich, wonach sie gesucht hat. Okay, was haben wir hier? Palastschlüssel. Ja, ob der jetzt uns schon hilft, weil... Ja, da kommt erstmal... Ja, da kommt erstmal dieser Adler rein, den wir nicht haben. Schwierig, schwierig, schwierig. Vor allem, weil wir hier nur das hier haben zur Verfügung. Wo könnten wir jetzt weit... Ah, wir könnten hier was machen, aber was? Dieses Emblem fehlt ein Hauptteil. Es sieht halt aus, so Art wie ein Vogel. Ach, den hatten wir ja schon. Habe ich jetzt nicht gesehen, sorry. Ja, dann können wir das hier nutzen. Okay, verschiebe die fehlenden Teile auf ihre korrekten Position. Einige sind versteckt. Kurz gucken. Eine Sache fehlt noch. Was fehlt? Der Kessel fehlt hier noch. Wo könnte der Kessel versteckt sein? Da. So schwer war das jetzt nicht. You must leave before my father comes. He hates landwalkers. I'm sorry about that hooded man, but I had to stop him. I just... Landwalker! Out of my way! You dare to enter my domain and challenge me? Soon we shall be free once more! Der König und die Prinzessin wurden durch einen Flug verwandelt und haben monströse Form angenommen. Ja, okay, die Prinzessin hat es jetzt nicht so hart getroffen wie den König, aber hey. Bisschen mehr Taktgefühl, Lufia, würde ich dir schon zumuten, weil vergleich mal ihn mit ihr. Wie dick das Glas sein muss, dass es hier in dem tiefen Wasserdruck standhält. Ein Wasserfall unter Wasserpalast. Super oft kann das gar nicht aussehen. Ja, mein Reden. Eine antike, ungewaltige Maschine mit unvorstellbarer Macht. Sie wurde vor langer Zeit dafür genutzt, um die Kräfte der Elemente zu vereinen. Was war das denn jetzt? Oh Gott, der hat aber viele Töchter gehabt. Eine Königsfamilie in glücklichen Zeiten, ja. Okay, da fehlt ein Baum. Eine Sphäre schwebt magisch über dem Brunnen. Es scheint ein Behälter für etwas zu sein. Ja, nur die Frage, wie machen wir die auf? Und hier ist was zum Putzen, ne? Ach, wie süß. Okay, das war mal im Land.
Ist das die Meersgöttin? Kein Wunder, dass sie so verehrt wird. Sie ist furchteinflößend. Ach, vor der hätte ich sogar keine Angst. Ohne die Bellen, die beißen nicht. So, jetzt machen wir hier mal das schöne Wimmelbild. Ein Muschelschlüssel, also ein Muschmuschschlüssel. Natürlich erstmal alles anklicken, was wieder verdächtig vorkommt. Machen wir den Seestern, den grünen Balken hier. Da ist der grüne Balken. Da ist der Seestern. Der Muschmuschschlüssel. Schlüssel natürlich. So, ich frage, wo müssen wir jetzt hin? Ich geh einfach mal hier hin. Mehr habe ich gerade aktuell nicht dafür. Gut, okay, keine aktuellen Spiele gerade. Dazu habe ich noch leider nicht die passenden Steinchen. Habe ich noch kein einziges, oder? Habe ich? Nee, habe ich nicht. Es ist der eklige Aal. Ich passe jetzt besser auf, wo ich hintrete. Definitiv. Ja, kann ich aber nicht mit Recht haben. Ja, Mann. Lad mir eine. Ich werde Tag auf tolle Lederjacken. Sieht aus, ob der König in Eile wäre. Ja, durchaus, durchaus. Sind das jetzt Kamelenobjekte, wo ich da aus Versehen anklicke? Ich meine... ich weiß es ja nicht. Der Beutel befindet sich zu weit unten. Ich brauche etwas Langes, um ihn zu erreichen. Haben wir leider nicht. Die Urahn von Konflikten im Pasino scheint stärker zu sein, als ich dachte. Oh, ein Rätsel. Ändere die Symbole so, dass sie am Ende alle gleich sind. Wähle die Symbole in der Auswahl links aus, um im Spielfeld angrenzende Symbole in dieselbe Farbe zu ändern. Die Anzahl der Züge ist begrenzt. Okay. Wie soll das jetzt gehen? Das muss ich jetzt mal für so erstmal verstehen. Das war jetzt nicht richtig, es waren jetzt so viele Einzüge auf einmal.
Oder es sind mehr Runden, das kann natürlich auch sein. Ja, es waren mehrere Runden. Ja, das ist auch schon mal los. Okay. Da haben wir schon mal das Steuerrad. Mehr, glaube ich, haben wir aktuell noch nicht. Nee, rausgehen wollte ich nicht. Auf Geheiß des Kanzlers rief ich Vater die Meeresgöttin herbei. Sie erschien wie eine Tobnis-Umwelter mit einer riesigen Flut, die die Insel überflutete. Meine Schwestern und ich wurden in Meerjungfrauen verwandelt und Vater wurde zu Ungetümen. Wir haben vielleicht überlebt, aber der Preis dafür ist hoch. Wir haben keine Füße und am Land zu gehen und sind auf ewig an das Meer gefesselt. Wieder der Geist wahrscheinlich, oder? Now you know my sin. The king is repairing that ancient contraption, but he knows nothing about it. Jetzt kannst du deine meine Sünde, jetzt kennst du meine Sünde. Der König reparierte noch diesen alten Apparat, aber er versteht nichts davon. He is blinded by anger. That machine could destroy him or even the world itself. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hallo, liebe Politiker. Er ist blind vor Wut. Diese Maschine könnte ihn oder sogar die ganze Welt vernichten. Das ist also der Geist von Kanzler. Irgendwie kann man sich an solche Begegnungen nicht richtig gewöhnen. Wen sagst du das? Mehr habe ich hier aber nicht. Aber das war die Galionsfigur. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Anker, den haben wir aber noch nicht, oder? Nö. In diesem Gemälde ist der Augenblick festgehalten, wo eine Meerjungfrau auf ihre Stimme verzichtet, um das Festland betreten zu können. Ja, Ariel und die Meerjungfrau. Ich glaube, das mit dem Baum, das war hier. Oder? Hä? Sehen am Ormond-Fossil. Was soll ich genau jetzt hier machen? Ach ja, da... Ja, wow, das hilft uns... Das bringt uns aber nicht sehr viel weiter. Wie gesagt, jetzt fehlt uns halt immer noch der Anker. Gehört es da dazu? Nein. War da hier noch irgendwas mit dem Fisch? Ich glaube weniger. Ja, aber ich habe auch noch nichts, was dazu gehören könnte. Ich sag ja, das ist eigentlich typisch Dark Parabolas immer. Du kriegst kurz ein kleines Stück voran. Und dann musst du wieder suchen.
Aber ich sehe schon, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich danke euch fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal bei Dark Parables 8. Die kleine Meerjungfrau und der violette Gezeitensammler. Mal ganz ehrlich, wer lässt sich so einen langen Textnamen für ein Spiel einfallen? Tschüss.